Für Hanna Becker und André Matthäus wird jetzt ein stummer Alarm in einem Plattenladen in Ehrenfeld zum folgenschweren Einsatz. Moin! Schulz, mein Name. Ich bin die Besitzerin von dem Laden und Da wurde eingebombt. Ich wurde gerade informiert. Warum sind Sie denn hier hinterm Auto? Da ist noch jemand drin. Sie haben jemanden gesehen? Ja, ich habe noch jemanden gesehen, der da rumgewuchert ist. Deswegen habe ich mich in dem Auto versteckt. Da ist der schöne Alarm. Ich habe ihn jetzt auch extra angelassen. Ich werde den gleich ausschalten, wenn Sie drin sind. Ja. Okay. Wir wollten jetzt den Laden sowieso aufmachen. Genau. Ich wohne hier gerade ums Eck und deswegen habe ich das mitbekommen von dem schönen Alarm und bin gleich hierher gekommen. Sie haben es durch die Scheibe gesehen? Ich bin. Nein, der hat keinen Hinterausgang. Sie haben das durch die Scheibe gesehen? Genau. Ich wollte zum Laden laufen und habe dann gesehen, wie da jemand noch drin ist und habe mich dann hinter das Auto versteckt und habe Sie gerufen. Dann lassen Bleiben Sie mal erstmal hier. Ja. Wir gucken mal nach. Sie haben auf jeden Fall alles richtig gemacht, ne? Wir gehen mal eben selber rein. Ist ein Eingang hier? Nee. Auf der anderen Seite. Du, wenn da noch jemand drin ist, ne? Dann gehen wir da auf jeden Fall mit Waffe rein. Na klar. Soll ich vorgehen? Bist du bereit? Ja. Okay. Ich gehe links. Hier ist einer am Boden. Hast du Polizei! Schon? Alleine hier? Hey, alleine hier? Ja. Geh mal also, hinten gucken. Geh mal hinten gucken. Ja, ich schau mal eben hier. Da war eben jemand. Die Kasse ist auf. Oh. Mal hinten gucken, ob noch ein Täter vielleicht da ist. Ja. So, mal auf den Boden legen. Auf den Boden, mit dem Bauch auf den Boden. Okay. Nicht in Zeitlupe, wenn es geht, ein bisschen schneller. Alles leer? Ja. Jetzt gilt es zu ermitteln, ob der mysteriöse Mann von einem Komplizen niedergeschlagen oder tatsächlich zufällig in die Straftat verwickelt wurde. Herr Winkler! Herr Winkler, ich will jetzt wissen, wie Sie hier reingekommen sind und was Sie hier drin machen. Die Tür war offen. Die Tür war offen? Und dann gehen Sie da einfach rein, oder was? Ja, natürlich. Ich dachte, der Laden wäre offen. Aber hier war keiner. Ist Ihr Rucksack hier? Ja. Oh. Schön liegen bleiben. Und wie haben Sie sich verletzt? Da war jemand, der hat mich umgeschubst. Da war jemand auf einmal? Ja, keine Ahnung. Habe ich nicht gesehen. Ich war da ein bisschen am Platten gucken und dann... Hört sich aber ein bisschen doof an, oder? Was? Hört sich aber ein bisschen doof an. Platten sind drin. Ja. Wenn ich schauen wollte. Wo kommen denn die Platten her? Ja, die wollten sie einstecken, ne? Und mitgehen lassen. Nein. Weil der Laden schon mal offen war, haben sie gedacht, ja, ich pack mal ein paar Platten ein. Ich hol ihn mal hoch. Der Laden war halt offen, da bin ich halt einfach reingekommen. So, Mensch. Wir stehen jetzt Was mal auf, man ja? Denn so in einem Plattenladen? Ich hol mal eben die Besitzerin hier dazu, ne? Ach so, ja, das wäre ganz gut. Ich sag dir mal eben Bescheid. Einmal umdrehen und dann aufstehen. Ja. Ich helfe dabei. Und aber kommen Sie ruhig mal eben mit dazu. Also willst du mir verklickern, die Tür stand offen, du bist ja rein. Ja, die Tür stand offen, das sag ich doch die ganze Zeit. Ob Sie den kennen, den Typen hier? Nein, und ich frage mich auch, was du in meinem Laden zu suchen hast. Ja, die Tür war offen. Das habe ich doch die ganze Zeit schon gesagt. Die Tür war Ich kam einfach, ich bin vorbeigelaufen, habe gesehen, die Tür war offen und bin halt einfach reingekommen. Was soll ich da machen? Und da fällt dir nichts Besseres ein, als in den offenen Laden reinzugehen. Kann das denn sein, dass die Tür einfach offen steht? Also nee, eigentlich nicht. Die war abgeschlossen. Also eigentlich hatten sie noch nicht geöffnet, nee, ne? Nee, noch gar nicht. Und was hast du hier zu suchen, Gumpu? Ich habe nach Platten geguckt. Habe ich doch auch schon gesagt. Ja, ich bin hier einfach reingekommen und dann war das halt so. Ja, da hast du Öffnungszeiten. Was stimmt denn nicht mit dir? Also er hat auf jeden Fall ein paar Platten eingesteckt. Einbruchspuren sind nicht da. Das bedeutet, der Täter muss in den Besitz eines Schlüssels gekommen sein. Unterdessen stellt die Besitzerin das Ausmaß des Schadens fest. Da fehlen 400 Euro. Also 400 Euro aus der Kasse. Ich hab die nicht, wirklich. Ja, ich schwör's. Denn sonst ich bin hier reingekommen sein. Und deine Story hört sich schon ein bisschen komisch an, wa? Sie können auf meinem Handy gucken. Ich habe ein Video gemacht davon. Also Sie können gerne gucken, als ich hier reingekommen. Was für ein Video hast du gemacht? Da gucken Sie auf dem Handy. Ich habe da ein Video gemacht, wie ich halt hier einfach reingekommen bin. Die Tür stand wirklich offen. Das können Sie gerne da nachschauen. Da sehen Sie, dass ich nichts gemacht habe mit dem Geld. Ja. Schaut euch das an. Der Laden ist einfach offen. Ich geh da jetzt mal rein. Ich geh da jetzt einfach mal rein. Hier ist keiner. Ich habe eben mal kurz geguckt. Hier ist keine Sau. Niemand. Überhaupt niemand. Und jetzt? Habt ihr Bock, ein paar Platten zu bekommen? Pass auf, ich packe euch einfach ein paar ein. Auch noch ein paar. Merkt ihr keiner? Es ist keiner da. Keine Sau. Es kümmert niemand. Und was kommt jetzt noch? Das ist hammerhart. Ah! Ey, was soll das?
Das war alles. Und dann bin ich da gerade noch... Das war der, der dich oben umgehauen hat, oder was? Da war ein anderer da. Da bin ich gerade ein Stück rübergegangen und dann kamen sie schon rein. Also ich habe hab kein Geld geklaut. Wie sah denn der aus? Ich habe nach Platten geguckt und das war, keine Ahnung, habe ich nicht kommen sehen. Naja, nach Platten geguckt haben sie ja auch nicht, ne? Das ist eine bescheuerte Idee, das ist ein Diebstahl. Dafür gibt's auf jeden Fall erstmal eine Anzeige. Kann das sein, dass noch irgendjemand im Laden war? Also, der Einzige, der Zugang zum Laden hat, ist mein Bruder. Also ein Buchspuren sind nämlich auch nicht da. Haben Sie Schlüssel? Hat der Bruder einen Schlüssel? Ja, der hat einen Schlüssel, klar. Aha. Bevor die Beamten dem verdächtigen Bruder einen Besuch abstatten, entlassen sie den jungen Mann, der sich nun wegen Diebstahls verantworten muss. Auf Wiedersehen. Okay. Hier ist der Ausweis. Danke. Dann würde ich sagen, machen wir uns mal... Bruder, die Personalien von ihr, ne? Jo. Haben Sie einen Personalausweis dabei? Ich kann dann gehen, oder was? Ja. Sie kriegen eine Anzeige nach Hause und kriegen auch Bescheid, wenn Sie das Handy wieder kriegen. Na, klasse. Tschö. Tschö. Tschüss. Bitte. Jo. Frau Schulz. Heißt Ihr Bruder auch Schulz? Genau, Florian Schulz. Haben Sie denn irgendwelche Gedanken, warum der hier... Gar nicht, im Gegenteil. Der hat mir noch geholfen und ist auch immer da, wenn ich ihn brauche. Also oder hat der irgendjemand noch in der Wohnung, eine Freundin oder sonst irgendwas? Er lebt derzeit mit seiner neuen Freundin zusammen. Die lebt bei ihm, aber... Wo wohnen die denn? In der Krimstraße 10. Krimstraße. Also auch nicht weit von hier. Okay. Und arbeitet er auch hier? Also der hat mir viel jetzt geholfen, hat mich sehr viel unterstützt, aber hat auch seinen eigenen Job noch. Alles klar. Aber der hat einen Schlüssel. Der hat einen Schlüssel, klar. Wollen wir mal hinfahren? Fahren wir mal. Können wir mal gucken. Einbruchspuren sind nicht da. Muss auch, wenn Sie sagen, die haben den Laden wirklich hundertprozentig abgeschlossen. Mhm. Ja, der ist auf jeden Fall wie jeden Abend, schießt den Laden ab. Okay. Dann fahren wir mal hin, wa? Der Kreis der Verdächtigen ist überschaubar. Ob der Bruder der Besitzerin tatsächlich als Täter in Frage kommt, wollen Hanna Becker und André Matthäus jetzt ermitteln. Mhm. Füße abtreten. Guten Tag. Hallo. Die Polizei, wie Sie sehen. Ja, kann ich Ihnen helfen? Ja, dürfen wir mal reinkommen? Wir haben noch ein paar Fragen. Warum geht es denn? Um ihre Schwester. Wo sollen wir hin? Wollen wir durch ins Wohnzimmer. Was ist denn mit meiner Schwester? Ist hier was passiert? Ja, nichts. Willst du oder soll ich? Nichts stimmt mit. Und zwar wurde in ihrem Plattenladen. Ja. Eingebrochen mittels eines Nachschlüssels. Das heißt, keine Einbruchspur zu erkennen. Hier ist nichts passiert. Nein, die waren nicht im Laden drin. Okay. Aber irgendjemand muss in den Laden reingekommen sein. Ja. Und zwar ohne dass es Aufbruchsspuren gibt. Also wahrscheinlich mit einem Schlüssel. Ja, verstehe. Das heißt, Sie haben einen Zweitschlüssel? Ja, das ist richtig. Ich habe einen Zweitschlüssel. Mal gucken, ob der noch da ist. Ja, natürlich. Ich habe auch damit nichts zu tun. Ich wüsste auch nicht, warum mich meine Schwester überfallen hat. Sie hat auch gesagt, dass Sie... Polizei, hallo. Hallo. Wir sind schon da. Die ursprüngliche Vermutung, dass der Schlüssel für den Plattenladen entwendet wurde, stellt sich in der Wohnung als falsch heraus. Der Bruder ist im Besitz des Schlüssels. Hat denn jemand anders noch Zugang zu diesem Schlüssel? Also prinzipiell wüsste ich jetzt nicht. Also theoretisch meine neue Freundin, die war auch hier, die hätte Zugang zu dem Schlüssel. Genau, die schaut auf dem Balkon. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie was damit zu tun hat, weil sie weiß eigentlich gar nichts von meiner Schwester und kennt auch den Laden nicht. Soll ich mal fragen? Mhm. Wenn wir fragen, können Sie gerne, bitte. Ich lasse meine Schlüssel hier liegen. Moin. Hallo. Guten Tag, wer sind Sie denn? Jessie Plunze. Sie sind hier die Freundin? Genau, von Florian. Ja. Der Florian hat ja eine Schwester, die kennen Sie wahrscheinlich auch schon, oder? Ja, so flüchtig, hab mal von gehört. Die hat einen Laden und da wurde heute eingebrochen. Und zwar wurde wahrscheinlich der Schlüssel hier davon benutzt, von Ihrem Freund. Können Sie sich das irgendwie erklären? Sind Sie schon mal in dem Laden gewesen? Ich kenne den Laden gar nicht, also ich weiß nichts davon. Was wird denn das hier mit der Pflanze? Ich würde die Pflanze ein bisschen erneuern und hoffen, dass die wieder wächst. 400 Euro fehlen, ne? Haben Sie damit irgendwas, haben Sie... Nee, ich habe schon gesagt, ich weiß gar nichts von dem Laden, deswegen... Haben Sie eine Tasche dabei? Dann gucke ich mal, würde ich gerne mal in Ihre Tasche gucken. Okay. Aber können Sie mir auch schon mal einen Ausweis geben? Drin. Hey, habt ihr Langeweile? Nichts zu tun, oder was? Ja, wir arbeiten hier, ne? Ja. Und was wird das hier? Guck doch zu. Sag mal. Was macht ihr jetzt? Hier wird doch nicht, da wird doch nicht gegen unseren Streifenwagen gepinkelt. Ist ja bekloppt. Lass uns mal einmal nach draußen gehen. Wir kommen gleich wieder. Ist der bescheuert, der Typ?
pinkelt hier unter dem Schreibwagen. Na, mein Freund, was los? Bleib stehen, bleib doch mal stehen. Hallo, hallo. Stehen bleiben. Auf dem Boden. Oh, du bist ja richtig. Auf dem Boden, was ist denn das für eine Scheißaktion? Arme auf den Rücken. Bei einer solchen Aktion verstehen die Beamten keinen Spaß. Was Hanna Becker und André Matthäus jetzt allerdings noch nicht ahnen, die Pinkelattacke ist nichts anderes als ein Ablenkungsmanöver. Was war das für eine Aktion, erklär mal. Ja, warum denn nicht? Warum nicht? Na, weil das jetzt Geld kostet für dich. Ja. Darf ich das als Beleidigung ansehen? Nein. Nee? War das irgendwie mit Absicht, dass das ein Polizeiwagen war? Nein, das habe ich nicht gesehen. Ach so, das haben Sie nicht gesehen. Und ansonsten pinkeln Sie auch gerne mal an Autos. Kennen Sie den? Gegenstände. Sie kennen ihn nicht. Nein. Sie? Nein, nein. Keiner von Ihnen? Nein. Kennen Sie hier irgendwen von den Herrschaften? Nein. Oder warum hängen Sie hier direkt vor der Tür rum? Ich kenne niemanden. Nein, ich kenne ihn. Sie kennen ihn alle nicht? Nein, nie gesehen. Sollen wir mal hinten rein? Der sah so aus, als ob er uns ablenken wollte, als er in den Portemonnaie gucken wollte. Ja, stimmt. Hast du da reingeguckt? In die Tasche wollte ich noch reingucken. Ja, Ihre Tasche haben Sie ja schon mitgebracht, die nehme ich direkt nochmal, ne? Aber Sie haben doch schon meinen Ausweis gesehen. Ja, Ihren Ausweis schon, aber ich wollte ja einmal in die Tasche gucken. Sie gucken da nur routinemäßig rein. Wird nichts Schlimmes sein. Oder vielleicht doch was Schlimmes. Hältst du mal den Ausweis? Ja, für mein Geld. Da ist auf jeden Fall Bargeld drin. Florian? Hier ist auf jeden Fall eine Menge Bargeld drin. Ja, und das Bargeld. Ganze. Ja, ich habe halt auch noch einfach so in die Tasche reingesteckt. Ich hab gesagt, das läuft nicht so gut. Wo kommt denn das Geld her? Ja, ich habe noch mal Gehaltserhöhung. Komm, Jesse, das. Das sind genau die 400 Euro aus dem Laden. Das sind genau die Stückelung auch ungefähr. Euro. Ja, genau das. Sehr merkwürdiger Zufall, oder, Jesse? Ja. Kann es sein, dass er mir kam nicht so vor, als ob der das gemacht hat, weil er uns ablenken wollte? Möchtest du uns vielleicht was sagen? Das ist wirklich mein Geld. Jesse, also, es ist genau das Geld, was in der Kasse fehlt. Ja, ich habe Schulden, Mann. Ich wusste nicht, was ich machen sollte. Ja, hast doch alle Latten am Zaun. Ich dachte, das Geld aus dem Laden. Ich wollte es ja nur leihen. Du kannst doch nicht einfach in den Laden und das Geld nehmen. Also, Sie haben den Schlüssel genommen? Genau, ich habe den Schlüssel genommen, habe mir gedacht, ja, sie ist nicht da, er ist arbeiten. Und dann kann ich mir das Geld nehmen und ausleihen. Und dann kam ich in den Laden, habe das Geld genommen. Und dann kommt irgendjemand, stellt sich vor mich und dann bin ich abgehauen. Was stimmt denn nicht mit dir? Du kannst doch nicht einfach Geld leihen, ohne darüber geredet zu haben. Um dann noch mal ganz kurz einzuhaken und den dann noch mal umgehauen. Ja, aus Versehen. Also, ich wollte einfach ganz schnell weg. Als die Polizei in der Wohnung auftauchte, hat die junge Frau umgehend vom Balkon aus ihren Kumpel verständigt, der Hanna Becker und André Matthäus ablenken sollte. Sie sind jetzt, wir machen jetzt Folgendes. Jetzt. Wir sind vorläufig auch festgenommen. Wir werden mit Ihnen zur Wache fahren. Sie sind ja in Polo negativ, hast du schon mal... Ja. So, und dann machen wir erkennungsdienstliche Maßnahmen vollziehen. Das heißt, Fingerabdrücke werden genommen, Fotos etc. pp. Die junge Frau muss sich wegen eines besonders schweren Falls von Diebstahl verantworten. Ihr Kumpel wird wegen Wildpinkelns belangt.